Arbeiter und Gewerkschafter verbrennen in Manila eine Nachbildung des philippinischen Präsidenten Benigno Aquino. Mit dieser drastischen Aktion fordern sie die Sicherung der Arbeitsplätze. Ein symbolischer Protest. In Malaysia dagegen werden die Gewerkschafter konkreter und gehen gegen das transpazifische Partnerschaftsabkommen TTP auf die Straße. Es soll den Handel zwischen 12 Pazifik-Anrainerstaaten erleichtern. Die Gewerkschaft aber hat Angst um die Rechte der Arbeiter. Wir lehnen TTP auf jeden Fall ab, weil wir keine Möglichkeit haben, einen Kompromiss zu erzielen und erkannt haben, dass das Abkommen uns schadet. Nur wenn die Gewerkschaften mit an den Verhandlungstisch geholt würden, könne eine Einigung erzielt werden. In Vietnam treibt das massenhafte Fischsterben an den Küsten des Landes die Menschen auf die Straße. Hunderte Fischer beschuldigen das taiwanesische Unternehmen Formosa Plastics. Bislang aber fehlen Beweise. Wir denken, dass Formosa ihren Müll in Vietnam lagern. Das Problem sollte von unserer Regierung angesprochen werden, aber die vermeidet die Konfrontation und ist sehr langsam im Umgang damit. Sie sagen zwar, dass der Fisch nicht vergiftet ist, aber wir essen ihn und sterben. Wer hilft uns dabei, Gerechtigkeit zu bekommen? Kampf gegen ein Unternehmen also in Vietnam. Kampf gegeneinander dagegen in Hongkong. Hier konkurrieren zwei Gewerkschaftsbünde um Mitglieder und Einfluss. Wir nennen uns Hongkongs Vereinigung der gelben Gewerkschaften und protestieren gegen die offizielle Gewerkschaftsvereinigung. Wir finden, dass sie die Rechte der Arbeiter in Hongkong verrät. Sie unterstützt stattdessen die Kommunistische Partei und die Regierung. Die rot gekleidete offizielle Gewerkschaft, im wirtschaftlich boomenden China scheint sie keine Garantie mehr für die ursprüngliche Ausrichtung der Kommunisten zu sein, auf der Seite der Arbeiter zu stehen.